die Regeln und Moral auf den Märkten. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt: Wailul lil mutaffifin, alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun, wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim, yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Wehe den Betrügern, die, wenn sie sich von ihren Mitmenschen etwas zuteilen lassen, volles Maß verlangen. Wenn sie ihnen jedoch zuteilen oder abwiegen, kürzen. Gedenken sie nicht, dass sie auferweckt werden an einem gewaltigen Tag, dem Tag, an dem alle Menschen auferstehen und vor Gott, den Herrn der Welten, gestellt werden. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Allah, der Erhabene, erlaubt seinen anbetenden Diener den Kauf und Verkauf, um Erhalt der Gegenstände, um Befriedigen der Bedürfnisse, indem der Erhabene sagt: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Doch Allah hat den Handel erlaubt und den Wucher verboten. Die Menschen haben sich schon immer daran gewöhnt, Märkte zu etablieren, auf denen sie ihre Vorteile teilen und ihre Interesse wahrnehmen. Darüber hinaus bestätigen die Koranverse die Gewohnheit, wo der Erhabene sagt: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Wir haben keine Gesandten vor dir entsandt, die nicht wie alle Menschen aßen und auf den Märkten ihrem Broterwerb nachgängen. Im Koran steht auch die Aussage der Ungläubigen über den Gesandten Allahs: Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Sie sagen: Was für ein Gesandter ist das, der wie die anderen Menschen isst und seinem Broterwerb auf den Märkten nachgeht? Warum wird ihm kein Engel herabgesandt, der ihm als Mitwarner beisteht? Allah sagt von den Höhlenbewohnern auch: فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ. Schickt einen von euch mit dieser Silbermünze in die Stadt, um nach den reinsten Speisen zu suchen und euch davon etwas zu holen. Er soll freundlich sein und niemand auf euch aufmerksam machen. Es besteht daran kein Zweifel, dass die Verhältnisse auf den Märkten eine der wichtigsten Formen der praktischen Anwendung des wahren Islam sind. Wenn Sie wissen möchten, welche Auswirkungen das Anbeten denen auf das Verhalten hat, gehen Sie zu den Märkten. Wenn Sie die Wahrheit der Religion beurteilen oder wahrhaftig religiös sein wollen, müssen Sie die Bedingungen der Person in den Verkaufs- und Kaufgeschäften kennen. Als jemand bei Umar ibn Khattab, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, zeugen wollte, sagt Omar zu ihm: Ich kenne dich nicht, und es stört dich nicht, dass ich dich nicht kenne. So bringe jemanden, der dich gut kennt. Da sagt ein Mann: Ich kenne ihn. Omar sagte: Was weißt du von ihm? Der Mann sagte: Die Gerechtigkeit und die Wohltätigkeit. Omar fragte: Ist er dein Nachbar, den du tags und nachts siehst? Der Mann erwiderte: Nein. Omar fragte weiter: Hast du mit ihm Handel getrieben? Der Mann antwortete: Nein. Omar fragte weiter: Warst du mit ihm auf Reise? Der Mann sagte: Nein. Da sagte Omar zu ihm: So kennst du ihn nicht. Dann sagte zum ersten Mann: Bringe jemanden, der dich gut kennt. Die Transaktionen Verkaufen und Kaufen unterscheiden die Wahrhaftigkeit der Religiosität von der Scheinlichkeit und Formalität. Wie viele Menschen, die Allahs mit Zunge gedenken, um den Leuten zu betrügen, während sie sich vor der Religiosität äußerst weit liegen. Und wie viele Menschen, die sich hinter die Religiosität aus Heuchelei und Scheinheiligkeit verstecken, um ihre Güter zu fördern und sich Gewinn zu schaffen, indem sie sich auf Liebe und Vertrauen der Menschen stützen. Zu diesen Scheinformen gehört Bezeichnung der Gegenstände mit unzutrefflichen Namen, um den Menschen zu betrügen, um sich Gewinn zu schaffen, während sie der Religion Schaden zufügen und eine schlimme Form von ihr darstellen.
Der Erhabene sagt: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Manch einer könnte dir mit seinen schönen Worten gefallen, mit denen er sich nur Vorteile im Leben verschaffen will. Er ruft Allah zum Zeugen für seine Herzentreue an. In Wirklichkeit aber ist er dein ärgster Feind. Wenn ein solcher an die Macht kommt, zieht er umher und stiftet Unheil auf Erden und fügt dem Ackerbau und der Nachkommenschaft vernichtende Schaden zu. Allah liebt kein Unheil. Der Islam bestimmt Regeln für den Markt, an die sich der Muslim bei Kauf und Verkauf halten soll, wie etwa Gedenken Allahs in allen Zuständen, ob mit Zunge oder anderen Gliedern. Es gibt ein bestimmtes Bittgebet, das der Muslim bzw. die Muslimin spricht, bevor er bzw. sie den Markt betritt. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer auf den Markt geht und sagt, es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der keinen Teilhaber hat, ihm gehört die Herrschaft, ihm gehört alles Lob, er lässt Leben und Sterben und er ist lebend, unsterblich, in seiner Hand ist alles Gute und er hat Macht über alles. Dem schreibt Allah tausend, tausend gute Taten an, tilgt ihm tausend, tausend schlechte Taten und erhöht ihm um tausend, tausend Stufen. Wir betonen hier, dass das Gedenken Allahs nicht nur mit Zunge, sondern auch damit ist, sich vom Verbotenen zu distanzieren. Die Aufrichtigkeit und das Verzichten auf das Lügen. Der Muslim soll immer aufrichtig sein. Der Erhabene sagt: Ja, ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ihr Gläubigen, seid gottesfürchtig und reiht euch unter die Aufrichtigen. Also die Aufrichtigkeit beim Kauf bzw. Verkauf auf dem Markt, denn der Muslim darf nicht lügen, um seine Waren zu fördern, da das Lügen das Segen im Diesseits und die Barmherzigkeit Allahs im Jenseits beseitigt. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Der Käufer und der Verkäufer haben so lange die freie Entscheidung über das Handelsgeschäft, bis sie auseinandergehen. Wenn sie wahrhaftig dabei sind und die Ware veranschaulichen, wird ihnen ihr Handelsgeschäft gesegnet. Wenn sie dabei lügen oder etwas verschweigen, wird der Segen ihres Handelsgeschäfts vernichtet. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt auch: Es gibt dreierlei Menschen, mit denen Allah am Tag der Auferstehung nicht spricht und die auch Allah nicht erblickt. Nämlich ein Mann beschwört, dass er eine Ware für mehr als ihren wahren Preis gekauft habe, während er lügt. Ein Mann einen Eid ablegt hatte, um etwas vom Vermögen eines Muslims zu verdienen, und ein Mann, der Wasser nicht ausgibt, dann sagt Allah zu ihm: An diesem Tag erhältst du nicht meine Huld, genauso wie du das nicht ausgegeben hattest, was deine Hand nicht schaffte. Er sagt auch: Wer einen falschen Eid ablegt, um das Vermögen eines Muslims oder, er sagte, seines Bruders für sich zu beanspruchen, der wird Allah zornig antreffen. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, pflegte, zu seinen Gefährten zu sagen: Hütet euch vor dem Beschwören beim Kauf, denn es beseitigt das Segen. Die Ehrlichkeit und das sich verständigen. Die Ehrlichkeit verlangt volle Klarheit beim Verkauf und Kauf, um die volle Zufriedenheit zwischen den Geschäftsparteien zu erreichen. Der Erhabene sagt: Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. O ihr Gläubigen, bringt euch nicht untereinander in betrügerischer Weise um euer Vermögen. Anders ist es, wenn es sich um ein Geschäft handelt, das ihr in gegenseitigem Übereinkommen abschließt, und tötet euch nicht gegenseitig. Allah verfährt Barmherzigkeit mit euch.
Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, drohte denjenigen, die schlechtes Gewissen besitzen und den Menschen betrügen, indem er sagte, wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, befohl den Geschäftspartner, dass die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit die Basis deren Partnerschaft sein sollen, indem er sagte, dass Allah sagt, ich bin der Dritte der Geschäftsparteien, sofern keiner Partner seinem Gefährten verrät, und wenn einer von ihnen seinem Gefährten verrät, bin ich nicht mehr mit ihnen. Zu den wichtigsten Moralen beim Kauf bzw. Verkauf gehört das Verzichten auf Betrug. Der Erhabene sagt, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Und gebt volles Maß, wenn ihr misst, und wägt mit richtiger Waage. Das ist durchaus vorteilhaft und letzten Endes das Beste. Der Prophet Shu'aib, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, drohte seinem Volk vor dem Betrug beim Kauf und Verkauf. Im Koran steht, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und zu den Medien entsandten wir ihren Bruder Shu'aib. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Ein deutliches Zeichen ist nunmehr von eurem Herrn zu euch gekommen. Darum gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen ihre Dinge nicht und stiftet nicht nach ihrer Ordnung Unheil auf Erden. Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Nicht Verletzung der Rechte der anderen. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, verbot, dass jemand etwas verkauft, was sein Bruder verkauft hatte, indem er sagte, keiner von euch darf das verkauft, was sein Bruder verkauft hatte. Zur Verletzung der Rechte der anderen gehört auch das Monopol wegen dessen, dass es der Gesellschaft und den Bürgern Schaden zufügt. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, keiner hortet, es sei denn, jemand, der Sünde begeht. Dieser Glaube führt ferner dazu, dass der Muslim in all seinen Geschäften und Handlungen Allahs Gebote und Verbote genau beachtet. Das heißt, kein Kauf oder Verkauf von Verbotenem, keine Manipulation der Preise, kein Monopol, keine Ausbeutung, kein Betrug im Maß oder in der Qualität der Ware, kein Wucher- oder Zinshandel und so weiter. Im Allgemeinen muss der Muslim in jeder Hinsicht erheblich sein, beziehungsweise ehrlich bleiben, anderen zu wünschen, was man für sich selbst erhofft, gehört auch zum Glauben. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer ein Lebensmittel für 40 Nächte hortet, der befreit sich von Allah und von dem befreit sich Allah. Wir betonen, dass die öffentlichen Behörden des Staats die Kontrolle der Märkte übernehmen und dass wir mit allen betroffenen Behörden zusammenarbeiten müssen, um alle Verbrechen bzw. um Betrug, Monopol, Ausbeutung der Verbraucher zu verhindern, da die Beseitigung dieser negativen Phänomene einen starken Beitrag zur psychischen Sicherheit der Gesellschaft und zur Förderung einer ernsthaften Wirtschaft sowie hervorragender Leistungen und Fähigkeiten leistet, sowohl im In- als auch im Ausland, während der Betrug ein weites Tor für Korruption und die Zerstörung der Volkswirtschaften von Staaten aufmachen lässt. Wir betonen auch, dass die Überwachung und Kontrolle der Märkte ein großes Anvertrauen und eine große Verantwortung in den Händen jedes ist, der damit betraut ist, und dass der allmächtige Allah jeden einzelnen Menschen nach dem Befragen wird, mit dem er betraut war, ob er es bewahrte oder verlor. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten.
Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Brüder im Islam, die Sicherheit der Menschen in ihren Nahrungsmitteln, Getränken und ihren Bedürfnissen ist eine soziale, humanitäre Frage, die in den Menschenrechten oberste Priorität hat. Ein menschenwürdiges Leben ist nicht ohne einen Menschen denkbar, der seine Nahrung und Ruhe hat. Alle Formen des Betrugs und Monopols, insbesondere die Nahrungsmittel bzw. Medizin, müssen wir zusammen bekämpfen. Der Händler, der die Aufforderungen seiner Religion gut kennt, lässt die Spuren seines Anbetendienstes durch sein Verhalten bzw. in seiner Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zeigen. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, hob den Stellenrang des aufrichtigen Händlers hervor, indem er sagte: Der wahrhaftige, aufrichtige Händler ist mit dem Propheten, den Wahrhaftigen und den Zeugen. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt auch: Der beste Gewinn ist der Gewinn der Händler, die nicht lügen, wenn sie sprechen, und nicht verraten, wenn sie vertraut sind. Ihr Versprechen halten, wenn sie versprechen. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt auch, dass der aufrichtige Händler unter dem Schatten Allahs am Tag der Auferstehung ist. Der wahrhaftige Händler ist unter dem Schatten der Throne am Tag der Auferstehung. Wir sollen zusammenarbeiten, um das Gemeininteresse, dessen Fürchte wir alle ernten. Und zwar, dass jeder den anderen Bürger für seinen Bruder barmherzig hält und für ihn das liebt, wer er für sich selbst liebt. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Keiner von euch glaubt, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. O Allah, lass uns mit den Halalen und nicht mit dem Haramen reich werden, und lass deine Huld uns genügen.